Hey, und dazu kommen wir in einer weiteren Folge und jetzt sehen wir das, wozu sich das Augen-Event letztendlich entwickelt hat, und zwar zu einem Wir farmen die Schwabbel-Up-Event, weil man nun mal für die Goldcoins 80er PvP-Gear kriegt, und da wurde was ganz entschieden falsch gemacht. Das, erstens, man kann in der Union looten, was es irgendwie kaputt gemacht hat, dass man hier einzeln rumläuft und die Schwabbel abfarmt. Die Schwabbel spawnen viel zu schnell nach. Und ich finde, es ist nicht berechtigt, mit PvE sich so einfach PvP-Gear holen zu können. Ich weiß, wenn wir es nicht, wir wissen noch nicht, ob 20 oder 25 auf 20 oder 25 ziehen, wird es auch nicht aufgewertet auf das neue PvP-Gear. Und das aufgewertete, das umgewandelte 6.0 ist auch nicht so stark wie das dann. Aber nur mal für den aktuellen Content ist es einschneidend, dass man ohne was zu machen, das Gear erhält. Das ist halt so nutzlos. Ich meine, die Idios machen. Das ist lachhaft. Ja, es ist. Was soll ich denn dazu? Das ist rumstehen. Die anderen ignorieren. Ich meine, wir greifen noch nicht mal die Idios an. Beide machen einfach nur PvE. Das, was ich am Anfang des Videos jetzt hier vermerkt, die eine Stunde lang, die hier rumgelaufen ist, wo richtig geiles PvP war, wo es darum ging, die Keys zu farmen, wo die Schwabbel eigentlich egal waren, weil es niemandem bewusst war, dass es 80er PvP-Gear ist, das war gut. Und das hier ist einfach nur langweilig. Ich meine, jetzt spawnt der Schwabbel, wir töten den, dann laufen wir zum nächsten Spawnpunkt und dann laufen wir zum nächsten Spawnpunkt. Jetzt geht es nur darum, dass man hier schnellstmöglich lootet und dann geht's auch weiter. Komm schon, geht doch. Dann wird direkt weitergelaufen. Das ist halt. Das ist schade. Ihr könnt ja mal abstimmen, ob das PvP-Event war, wie ihr es euch vorgestellt habt, oder ob ihr, wie ich, dachtet, dass es anders ist, dass es diese 80er PvE-Belohnung nicht geben wird. Könnt ihr mal abstimmen. Weil das hier ist ein Reinfall. Das ist nicht das Event, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, man muss hier geil PvP machen, das ist wie das Auge damals, und mehr als dass es die AP gibt und die Kisten, gibt es auch nicht. Dachte ich. Ja, denkste. In Wirklichkeit sind hier die Schwabbel. Und die Schwabbel geben viel zu gute Sachen. Und das nervt. Das nervt gewaltig. Meint das hier ist der alte Schwabbel? Den habe ich gelootet. Oh, da looten immer noch Leute. Das fühlt sich halt einfach irgendwie falsch an. Ja, wieso sollte ich? Ich meine, ich schaffe es in einer Stunde, ein PvP-Teil zu farmen. Mit PvE-Mobs hin und her farmen. Ich bin jetzt 20 Minuten online, davon war ich zeitlang AFK. Ich bin vielleicht 10 Minuten hier hin und her laufen. Und bald kann ich Teil mir holen. Weil man ja aus jedem Bündel 3 Stück rauskriegt. Und ich habe jetzt schon 6 Bündel, also. Gut, ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt 18 Goldteile. Aber. Das kleinste kostet 175. Das heißt, jetzt noch eine Stunde und ich kann mir ein kleines 80er PvP-Teil holen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob die direkt auf 75 Level reduziert sind oder ob man das noch machen muss. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist eine Kleinigkeit. Dann wäre es ja wirklich ein Witz. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile 23 Münzen und ich habe noch 5 von den Bündeln. Ja. Ich habe das halt heute Morgen schon mal 20 Minuten mitgemacht und hab ich dann gefragt, wofür machst du das überhaupt? Weil ich halt einfach nicht nachgeguckt habe, was du für die Münzen kriegst. Hm. Du kannst dir natürlich auch ein Omega, also ein Almighty oder Aufwertungsjahren oder sonst was holen, aber das 80er PvP-Gear ist nun mal das 80er PvP-Gear. Aber Leute, wie gesagt, wenn ihr es nicht richtig hochzieht, wird es nicht umgewandelt. Davon ist stark auszugehen. Also, sie wollten in der Ion-Taverne noch nicht sagen, welches Level es haben muss. Aber ich gehe davon aus, plus 25. Entsprechend müsst ihr es leider erstmal auf plus 25 hochkriegen. Sonst wird das nichts mit dem Aufwerten. Und entsprechend. Eine Menge Almighties. Ja. Nein, mach es einfach gar nicht mehr. Vielleicht die Waffe, aber es lohnt sich auch einfach nicht, weil das neue Gear halt auch nicht gut ist. Das, was man umwandelt. Sondern das, was du dir dann erfarmst, wieder mit alten Garnis. Und ach, das wird so schön. Das ist bei Weitem besser. Alten Garnis? Ja, nee, aber das Prinzip von, du musst gar nichts machen, um dein PvP-Gear zu kriegen, das kommt wieder. Es werden nicht die alten gar nichts, auch nicht die alten Maps. Hatte ich jetzt so formuliert. Also vom Prinzip her. Ich habe mich überlegt, wie wir früher losgezogen sind, um die ganzen Dailies in Archeron zu machen. Mhm. Was Archeron? Ja. Ja, doch, gar nichts, erstmal die gar nichts drehen oder gucken, ob du sie drehen kannst. Ja, aber Archeron ist ja auch schon wieder neu.
damals erstmal in Katalam. Katalam war ja am Anfang auch Dadys. Oder wo du für Karuns deine Dadys da gemacht hast. Ja. Also Daily machen für Gears halt was ganz Normales. Und das hat schon immer ewig lange gedauert, sich sein Gear zusammengeholen und nicht eine Stunde pro Teil. Das ist lächerlich. Ich habe ja auch immer noch 415 Karos-Münzen hier rumliegen. Die kannst du eintauschen bei einem NPC für antike Münzen. Ist ein bisschen lächerlich, ich weiß. Aber mit antiken Münzen machst du halt mittlerweile auch nichts mehr, oder? Du kannst für 5000 antike Münzen dir einen Stein holen, der die Seelenbindung von einem Item aufhebt. Nee, habe ich nicht vor. Ja, aber den könnte man theoretisch für ein paar China verkaufen. Also man kann es noch irgendwie zu China machen, aber auch nicht wirklich. Die Frage ist, lohnt sich das dann der ganze Aufwand, um einen Teil ein paar China zu machen? Noch eher nicht. Das ist, die 5000 antike Münzen muss halt erstmal zusammen haben. Ja, das ist genauso wie aktuell dadurch, dass beim Event so viele Mana-Steine reinkommen und auch als Rückfolge dessen, dass ich gesagt habe, dass man Luna Wiki darf, so heißt, haben nur mal viele das Video gesehen, sind auch die Preise von den Plus 6ern deutlich nach unten gegangen. Es ist viel, viel weniger, was man jetzt dafür kriegt. Okay. Die morphen jetzt ernsthaft? Das sind Asmus, die stehen hier vorne rum. Ach, jetzt gleich müsste hier vorne die Ali, der Ideos-Ali wieder rumlaufen. Das heißt ja, oh, ich bin mittlerweile nur noch auf I4. Okay, irgendwer war in der Ewigkeit, wo ich AFK war, hat mal endlich genug Glory Points gemacht. Mal gucken, wer. Gott, die haben teilweise schon so hohe Werte und ich bin einfach nur AFK die ganze Zeit. Ah, Funky Monkey hat sich wieder eingeloggt. Interessant. Gott. Leute. Holt euch mal ein Leben. Wieso seid ihr so viel online? Wieso macht ihr so viel Glory Points? Weil's nicht böse. Weil sie kein Leben haben, hast du ja schon gesagt. Nein, nein, nein. Also, ich weiß, dass viele davon sehr aktiv außerhalb von Aion sind. Aber andere sind 24-7 in der Arena, um einige einzuholen. Übrigens greifen wir die anscheinend nicht an, oder so? Keine Ahnung. Weil ich auch finde, dass Edonex getötet gehört, ja. Gut so. Wer kommt da einzeln? Wer ist das? Oh, Frosty. Ich mach nichts. Wieso wählst du ausgerechnet mich aus? Ich muss auch nur den Mob hier machen. Jetzt müssen wir gleich wieder darüber laufen. Loot schneller, Kelly. Dauert halt nur so ewig. Rutscht dazwischen. Ja, das ist halt. Theoretisch sind wir hier drei Addis aktuell. Also. 68, das nochmal 24 sind. Komme ich auf 68, falsche Zahl. 48. Sind 72 Leute, so. Danke sehr. Da ist niemand drin. Den Namen habe ich noch nie gesehen. Ist genau, hier sind so viele, die nur PvE machen. Und die dann bald mit 80er PvP-Gear rumlaufen und nicht wissen, was sie damit anfangen müssen können. Ja gut, ich habe heute auch schon Fehler gemacht. Ich habe ja morgen zurzeit nur PvE-Gear. Und habe dann Nilas angegriffen. War nicht die geilste Idee. Hier ist ein 70er Zorg, den habe ich mir jetzt random einfach rausgepickt. Der hat 11.700 Leben. Anders gesagt, der hat noch nicht mal PvE-Gear. Oh, jetzt bin ich gerade so rechtzeitig gekommen, dass ich noch die Coins kriege. Der hat noch nicht mal PvE-Gear. Ich bin Level 70 und habe gerade mal ich bin gebufft und habe 20.000 Leben. Ja, aber das ist schon mal was ganz anderes. Du hast das alte Gear. Du hast ja hier Hoodie Apollon teilweise. Es ist nur einfach nicht geplus. Wir greifen die übrigens nicht an. Die laufen an uns. Och komm. Ich würde ja gerne wissen, welcher SM das jetzt gerade war. Grüße an dich. Nicht. Wer hat versucht, mich zu disbanden? Das funktioniert nicht. Ey. Jüngchen. Lässt du das wohl sein? Ich müsste jetzt nachgucken, wer das war, aber es ist mir zu ätzend, das im Chat herauszufinden. Die machen es halt richtig, die machen PvP hinterher. Aber ich wollte euch halt auch die PvE-Seite des Events zeigen. Weil das hier gerade war einfach nur, beide wollen einfach diese Mobs machen. Ich glaube, ich komme nicht rechtzeitig nach hinten. Weil ich jetzt in 4 war. Das wäre ja alles schön gut, wenn sie sich wenigstens noch gegenseitig um die Mobs klopfen würden. Ja, aber nee, machen sie nicht. Alle laufen nur aneinander vorbei, weil es so reicht. Die Helios haben ihre Route und wir haben unsere Route. Ja, ja, klasse. Und das ist halt sehr traurig. Das ist
Das ist Absprache, das stinkt. Das ist nicht gut. Das gehört nicht ins Spiel. Wir haben ein PvP-Spiel. Wir hassen, die Fraktionen sollen sich gegeneinander hassen. Wir sollen uns an die Gurgel gehen. Dementsprechend sollte man auch PvP machen. Ich habe nichts dagegen, wenn man an, damals würde ich sagen, an einem Rang 1er vorbeiläuft. Aber gut, Rang 1er sagt leider ja nichts mehr über das Gear aus. Aber wenn man an einem Lowy vorbeiläuft, merkt, der hält nichts aus und einfach den stehen lässt. Da habe ich nichts, aber dieses Union aneinander vorbeilaufen, weil beide PvE machen wollen, das hat doch nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Ich höre jetzt gleich noch auf, ich wollte nur das Video aufnehmen, das zeigen, mich darüber aufregen und dann noch gehen. Komm schon, lootet schneller! Ach, ich loot später, wenn wir da wieder reinkommen. Beziehungsweise, wenn wir auf den in der Mitte warten, kann ich ja eben wieder gehen. Auf wie ich es eigentlich abgesehen hatte. Du kannst diese. Wie heißen die Dinger nochmal? Auf jeden Fall kriegst du für die Dinger die Graubolf-Münzen oder Medaillen. Ja. Diese. Die kannst du dir auch beim NPC holen für die Münzen. Ja, kannst du. Und dann kriegst du halt das beste den besten PvE-Schmuck. Also du kannst natürlich auch. Heute ist Sonntag, ne? Ja. Heute Abend ist ja da so eine Inva, so ein Flugschiff, wo du rauf kannst und dann kriegst du auch Becher. Gut, ich muss nur zeitig ins Bett, weil ich muss ja morgen wieder arbeiten. Ja, das ist entweder 18 oder 19 Uhr, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Das geht ja tatsächlich noch. Ja, und das dauert auch nicht lange. Das längste, was daran dauert, ist zu looten, aber für die Quest brauchst du nicht looten. War gestern? Oh. Hä? Aber das ist doch heute. Ach nee, heute ist das bei den Idios. Sorry, dann war das gestern. Heute ist die normale Inver. Ich kann mir sowas nicht merken. Das Ding übrigens gerade war Huna. Huna redet warum auch immer nicht. Ja, mag uns nicht. Ja. Oh Gott, es ist so heiß. Ich muss hier vorne noch eben looten gehen. Oh je, ich habe 18 China gemacht, weil irgendwer irgendwo irgendeinen Mob gelootet hat. Ja, 18, 27. So, und jetzt habe ich durch die kurze Zeit, die ich hier war, einfach 36 von diesen Coins gemacht. Ich habe jetzt 11 Bündel. Ja, ich gehe mal und dann, ich zeig mal eben, was man sich dafür kaufen kann, damit auch alle das wissen, was ich meine. Jetzt kann ich PvP machen. Denn ich bin offiziell nicht mehr in der Union. Gott, ich mache dem ja so keinen Schaden. Lalalala, ich habe nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Gut, dass wir uns beide looten. Welche Richtung? Ja, hier, danke. Muss ich jetzt gerade mich mal eben orientieren. So, und ab zurück. Wenn ich jetzt spontan eine Kiste sehe, steige ich natürlich aus, aber sieht nicht danach aus. Ich habe bis jetzt im Auge eine einzige Kiste gesehen. Ich hatte schon ein paar. Ach ja, genau, man muss ja unten, sonst geht das ja nicht. Anders als hier rum kommt man nicht wieder nach oben. So. Und dann müssen wir hier hinten erstmal unsere Bündel gleich öffnen. Kleiner Tipp an euch, wenn ihr euch hinsetzt, gehen Bündel schneller auf. Weil man dann keine Animation am Ende hat. Haben wir 76 Stück. Ich hatte schon vorher ein paar, offensichtlicherweise. Die hatte ich aber so bekommen. Und dann ist hier vorne ist hier Lichi. Und das hier sind die. Warte, nicht die Sunayaka-Waffe? Und noch nicht die andere Sunayaka-Waffe? Ich habe die. Habe ich die ausgewählt? Weiß ich nicht. 1500, das ist nicht viel. Das sind wirklich nicht viele Mobs. Oder ihr könnt euch hier dieses Plus-12er-Bündel holen. Oder. Die sind überteuert, wenn man es vergleicht mit dem 80er-Gear. Ganz ehrlich. Holt euch einfach das 80er-Gear, wenn ihr das schon machen wollt. Man muss es halt noch nicht mal mehr aufwerten. Das ist tragisch. Es ist... Wie gesagt, die Abstimmung konntet ihr ergeben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei weiteren Folgen und bis denn.